Ich wollte wissen, kann ich mein teures, hochwertigeres Sonar-Schlagzeug austauschen gegen dieses hier, ohne was zu sagen? Merken es die Leute, beschweren die sich oder komme ich damit durch? Und wie klingt das überhaupt? Hi YouTube, Jochen hier von Schlagzeugvideocoach.de. Erst in der letzten Zeit habe ich wieder ganz viele gebrauchte und auch ältere Schlagzeuge in der Hand gehabt, hergerichtet, Fälle gewechselt für andere Leute. Und dann kam dieses Schlagzeug hier zufällig in meinen Besitz. Normalerweise spiele ich ein Sonor S Classics, was schon eher als obere Mittelklasse oder noch höherwertiger anzusehen ist. Und hier steht jetzt auch noch Sonor drauf, aber nicht mehr Made in Germany. Jeder weiß, aktuell sind die Preise für Ersatzteile, neue Fälle und Zubehör so hoch wie noch nie. Es stellt sich also die Frage, rentiert sich's wirklich, so ein günstiges Schlagzeug sich anzuschaffen, oder muss man dann einfach viel zu viel rein investieren und lässt lieber die Finger weg davon? Dieses Video soll also kein weiteres mit Kauftipps für Einsteiger werden, sondern ich möchte dir mal anhand meines aktuellen Praxisbeispiels zeigen, worauf ich als professioneller Schlagzeuger, Schlagzeuglehrer, Drumtäger oder vielleicht auch aus Sicht des Händlers achten würde, wenn ich so ein Schlagzeug ankaufe oder herrichte. Und natürlich spiele ich das Teil auch gleich noch. Wenn man sich nicht so gut auskennt, dann ist im Internet Fragen, Bewertungen oder in Foren lesen nicht immer unbedingt zielführend. Sonar Force 3001, Chinamist, kein echtes Sonar, aber da steht doch Sonar drauf. Gutes Mittelklasse-Set, völlig unterschiedliche Preise. Man weiß also nicht, wie fundiert ist das, wie gut kennt sich derjenige überhaupt aus, ist das wirklich objektiv? Man kommt also nicht weiter, für ein erstes Gefühl vielleicht okay, aber besser ist es bestimmt, sich nach unabhängigen Tests mal umzuschauen. Zum Beispiel bei Schlagzeugmagazinen oder auch Musikerplattformen findet man oft ganz gute Tests, auch von älteren Serien. Ich weiß jetzt zum Beispiel nach kurzer Recherche, mein Sonar Force 3001, hier ist die hochglanzlackierte Fusion 2 Konfiguration in Piano Black, 20er Bassdrum, 10, 12, 14er Hängetoms, inklusive Hardware, 14er Snare, und das hat Anfang der 2000er Jahre in etwa 2000 D-Mark gekostet. Die Kessel sind aus Basswood Maple sogar, also das heißt Lindenholz mit einer Lage Ahorn dabei. Die Becken sind meine normalen, gehören natürlich hier jetzt nicht zum Lieferumfang und zu dem, was ich beurteilen will. Auch eine gute Möglichkeit, wenn ich eben nicht weiterkomme selbst oder mich nicht so gut auskenne, jemanden zu fragen, dem ich vertraue und der sich wirklich gut auskennt, der eine Expertise hat. Auch ganz wichtig, spricht mich das Design an, passt die Farbe zu mir, die Ausstattung, die Konstellation. Ich habe hier zum Beispiel einen 14er Hängetom, das war zu der derzeit angesagter mit Hängetoms als jetzt wieder mit Floortoms. Ich habe eine 20er, also kleinere Bassdrum und tiefere Toms hier, als es jetzt vielleicht üblich ist. Also für mich ist es so, ich muss hinter dem Schlagzeug sitzen und mir denken, ja, das ist es. Denn bei allen rationalen Überlegungen und Analyse der Fakten ist es auch am Ende immer eine Geschmackssache. Der eine mag diese Marke lieber oder diese Konstellation. Und genauso ist es völlig okay, wenn man lieber eben ein neues Schlagzeug kauft. Auch da muss man darauf achten, gerade im günstigen Preisbereich, dass man vielleicht noch zusätzlich investieren muss in bessere Fälle, weil die eben Billigversionen sind oder schnell abgespielt sind. Und so weiter. Am Ende ist es unser Handwerkszeug und ein ganz wichtiger Teil unserer Stimme als Musiker. Als allererstes schaue ich mir mal den Gesamteindruck an. Was ist alles dabei und wie ist der Zustand? Ist es sehr dreckig? Wie sehen die Metallteile aus? Gibt es gravierende Beschädigungen, Kratzer, Dallen? Ist es vielleicht mal runtergefallen oder wie ist es gelagert worden? Also gibt es gravierende Ausschlussgründe, warum ich das nicht kaufen sollte, sozusagen ein grobes Sieb erstmal für mich. Und damit ich weiß, was muss ich noch investieren, wie viel Arbeitszeit auch zum Herrichten, zum Saubermachen und so weiter. Hier war tatsächlich alles noch wie im Original dabei und voll funktionsfähig, außer die Fußmaschine. Hier gibt es noch ein besonderes Teil, eine Tama-Fußmaschine mit innenliegender Feder aus den 80ern mit Direct-Drive-Antrieb. Sehr interessant. Und ein stabiler Hocker war auch dabei. Jetzt schaue ich mir das Ganze näher im Detail an. Was ist mit den Fällen? Müssen sie alle getauscht werden, was natürlich immer der beste Fall ist, neue Fälle. Aber die kosten auch Geld, also man muss schauen, kann ich vielleicht noch was verwenden? Komme ich hier gleich dazu.
funktionieren die Gewinde, also ruhig mal hier mit dem Stimmschlüssel ausprobieren. Was muss ich an den Beckenständern machen? Sind hier die Gewinde in Ordnung? Und hier oben vor allem, muss ich hier oben was tauschen, damit die Becken auch geschützt und ordentlich montiert sind. Genauso wechsle ich meistens den Snare-Teppich. Hier ist übrigens der drauf, den ich für meine Mitglieder im Mitgliederbereich als Geheimtipp empfohlen habe, der jetzt aber einfach nicht mehr verfügbar ist. Also für den Preis der absolute Hammer. Aber ich habe für alle Mitglieder schon eine Alternative dort in dem Post verlinkt. Vielleicht auch noch die Feder der Fußmaschine oder der Bieter, was auch immer, mal wirklich ins Detail gehen, genau drauf schauen. Dann können wir zum nächsten Punkt. Wenn dir auch solche Videos gefallen und du Lust hast, meinen Kanal zu unterstützen, dann drück jetzt und hier auf Like. Vielen Dank! Dieser Punkt kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also reden wir darüber, dass jemand ein Instrument für sich selbst kauft. Dann ist vielleicht der Faktor Zeit, wenn ich das herrichte und mir das vielleicht auch ein bisschen Spaß macht, natürlich nicht ganz entscheidend, als wenn jemand das zum Beispiel als Händler kaufen würde, herrichtet und mit Gewinn verkaufen möchte. Ich habe das Schlagzeug über einen Freundschaftspreis von einem Bekannten bekommen und habe einfach jetzt mal versucht, möglichst wenig zu investieren bis nichts und einen möglichst guten Sound rauszuholen. Und das ist ja auch das, wie es in den meisten Fällen wohl laufen wird. Mir war hier also klar, ich tausche die Snare-Fälle oben und unten, die müssen neu. Genauso den Snare-Teppich, wie schon erwähnt. Bei den Beckenständern, diese beiden sind die Originalen. Den hier habe ich noch zusätzlich von mir dazu. Hier habe ich überall oben also alles abgemacht. Diese Unterlegscheiben, die klappern gerne und sind nicht so schön, halten nicht so schön die Position. Hier verwende ich gerne diese Sonor-Beckenhülsen, die man einfach komplett hier aufstecken kann. Auf den Toms ist es so, dass ich auf der Unterseite tatsächlich die Originalfälle gelassen habe. Das sind günstige Versionen. Also keine Original-Remo-Fälle, die ja auch für Sonor herstellen, sondern günstige Versionen. Und die sind tatsächlich natürlich jetzt über 20 Jahre alt. Also die müssten dringend runter. Aber ich wollte mal testen, wie klingt so. Auf der Oberseite, auf der Schlagfellseite habe ich hier ältere Fälle von mir montiert. Einmal Original-Sonor-Fälle, das sind auch wirklich Remo Ambassador Clear. Die hatte ich mal auf einem anderen Schlagzeug auf der Resonanzfeldseite. Und ein noch gut erhaltenes Remo Emperor. Auf Space Drum Fell habe ich noch einen Remo Phalem Slam aufgeklebt, einfach weil es doch schon relativ abgespielt war, so dass auch eine Doppelfußmaschine dran passt. Und ich habe das Fell noch etwas gerettet, auch wenn der Phalem Slam natürlich auch was am Sound macht. Alles in allem habe ich also in etwa, weil ich die Felle noch hatte, 50 Euro an Materialkosten. Aber jede Menge Arbeitszeit, denn wie gesagt, das Schlagzeug war in keinem besonders guten Zustand bzw. lange eingelagert. Also es musste gereinigt werden, mal zerlegt, sauber gemacht, alles nachgezogen werden. Beim Herrichten und Saubermachen achte ich natürlich darauf, dass ich hier die Oberfläche, egal ob es Folie oder lackiert ist wie hier, natürlich sehr empfindlich durch die Hochglanzlackierung, dass ich nichts verkratze. Also erstmal irgendwie vorsichtig mit Politurwatte oder einem weichen Tuch den Staub entferne. Ich verwende gerne einfach nur Glasreiniger, der greift nicht so sehr an. Das muss man alles halt vorsichtig ausprobieren, je nach Oberfläche. Es gibt auch spezielle Reiniger, aber ich komme eigentlich mit herkömmlichen Sachen oder auch vielleicht nur mit einem feuchten Tuch meistens klar. Die Chromteile, da gibt es natürlich auch Chrompolitur. Ich habe es jetzt hier einfach nur mal für mich schnell und nicht so intensiv gemacht, wie ich es vielleicht beim höherwertigeren Schlagzeug, was ich verkaufen will, machen würde. An manchen Stellen kommt auch mal etwas Reinigungsbenzin zum Einsatz. Zum Beispiel auch, wenn auf Fellen oder irgendwo noch Rückstände von Aufklebern oder Gaffer-Tape ist. Wenn ich sowieso alle Fälle abhab, kontrolliere ich natürlich auch mal die ganzen Gratungen. Also die Stellen, wo das Fell dann aufliegt, ist da alles okay? Muss man vielleicht da vorsichtig Reparaturen vornehmen, was mal anschleifen? Ich habe alle Schrauben an der Innenseite nochmal angezogen und hier gab es tatsächlich welche, die locker waren und die dann geklappert hätten. Bei der Gelegenheit kannst du auch einfach mal hier so einen Rim, also einen Spannreifen, egal ob das Gussspannreifen oder so einer, hier so ein geflanschter hier ist, den mal in die Hand nehmen und wie eine Drehangel mit dem Drumstick dagegen schlagen. Also eigentlich muss auch der noch einen eigenen Ton haben.
bing, und länger klingen, damit er am Ende am Drumset funktioniert. Denn alle Einzelteile, die hier dran sind, machen natürlich ihren Anteil am Gesamtsound. Nachdem ich auch alle Hardware-Teile wirklich schön sauber gemacht habe, öle ich noch die beweglichen Teile und ich baue am Hi-Hat-Klatsch oben noch einen Schutz ein für das obere Becken, also das Hi-Hat-Top-Becken. Dazu gibt es auch ein Video hier oben verlinkt. Vielen Dank für alle, die unter solchen Videos auch kommentieren und mal eigene Erfahrungen noch schreiben oder zusätzliche Hinweise und Tipps geben. Es lohnt sich also auch immer mal in den Kommentaren zu lesen. Man kann Schrumpfschlauch auch gut verwenden. Und schon ist das Becken hier ein bisschen besser geschützt und es ist eben nicht mehr Metall auf Metall. Besonderheit bei der Snare Drum hier war, dass diese also mal innen schwarz gesprüht worden ist. Der Vorbesitzer wusste auch nicht mehr, warum das so ist. Und zusätzlich waren also alle Schrauben an der Innenseite leider sehr verrostet. Die habe ich also ein bisschen gereinigt und mich dann dazu entschieden, weil ich einfach nicht zu viel Zeit und Material verwenden wollte, hier mit einer Metallschutzlackierung zu arbeiten, die auch als Rostschutz fungiert. Was man dazu sagen muss, für mich ist das natürlich ein bisschen Routine. Ich habe schon sehr, sehr viele Schlagzeuge hergerichtet. Mir macht es auch einfach Spaß, dann am Ende zu sehen, was daraus werden kann und dass man doch ein tolles Schlagzeug daraus machen kann. Da muss sich natürlich jeder selbst die Frage stellen, der sowas vorhat, kann ich das wirklich selbst machen? Also reicht das, was ich über Schlagzeuge weiß? Auf jeden Fall lernt man auch eine Menge dabei, wenn man sowas mal selbst im Detail macht. Also bevor ich mein schönes Force 3000 Heinz hier mal für dich anspiele, natürlich wäre das jetzt alles viel, viel, viel besser mit komplett neuen Fällen. Aber manchmal muss man eben auch einen Kompromiss gehen zwischen Investition und Ergebnis. Jeder hat andere Voraussetzungen und auch Bedürfnisse. Ich finde es so völlig okay, allerdings das Bassdrum-Fell müsste man also wirklich tauschen. Das sieht noch okay aus, es hat hier ein paar Kratzer. Aber es ist einfach schon so ausgeleiert und es ist ein dünnes, einlagiges Frontfell hier, dass es sich nicht mehr tief stimmen lässt. Also in dem Moment, wo ich es noch tiefer als so hier stimme, fängt es an und macht unglaublich viele Störgeräusche und zerstört wirklich den Bassdrum-Sound. Ich habe es jetzt hier kompromissmäßig mal relativ hoch gestimmt und von innen also eine Decke richtig drangelegt, nur ans Resofell, um das abzudämpfen. Und auch das funktioniert erstmal. Noch eine wichtige Info hier zum Tuning und Gesamtsound. Ich habe also die Felle einfach mit der Faltenmethode rausgezogen. Das verlinke ich nochmal am Ende hier für dich, wenn du dich für Tom-Stimmen interessierst. Ohne Tuneboard und ich habe einfach versucht, das Schlagzeug vom Gesamtsound her in einem Medium Tuning mit einem fetten Sound irgendwie stimmig abzustimmen und einfach hier nach Gehör und Gefühl zu stimmen. Also kein Tuneboard und nur auf der Snare Drum neue Fälle. Was mir auffällt, das Set macht wirklich Spaß zu spielen. Es lässt sich einfach stimmen, hat einen ordentlich fetten und druckvollen Sound. Die Hardware ist sehr stabil, nicht zu schwer, alles lässt sich wirklich gut einstellen. Ich finde, das Set sieht auch ordentlich aus, ist sauber lackiert. Überhaupt ist die Verarbeitung wirklich okay. Überall Memory Clamps, der Hi-Hat-Ständer läuft einwandfrei
Und die besondere Fußmaschine hier ist auch echt interessant und einfach hier ein Highlight, was dieses Gesamtpaket als gebrauchtes Schlagzeug betrifft. Natürlich kann ich das aber einfach nicht vergleichen mit meinem Ass Classics oder noch teureren Sets. Hier fehlt zum Beispiel eine freischwingendere Tom-Aufhängung, wobei die hier wirklich nicht merklich abdämpft oder den Ton verändert nach dem Aufhängen. Natürlich gibt es auch hochwertigeres Kesselmaterial. Wir haben hier auf dem Kanal im Community-Tab schon mal drüber diskutiert. Ich habe nämlich die Zuschauer gefragt, glaubt ihr wirklich, dass man den Unterschied an Holz, an der Holzart hier, die verwendet wird, am Sound hört? Also mit verbundenen Augen würde man hören, diese Trommel ist aus Maple-Holz und diese vielleicht aus Birke. Solche Dinge diskutieren wir auch immer mal. Schau also unbedingt mal vorbei. Aber hier merke ich beim Spielen, das Set ist einfach ein bisschen im Vergleich zu meinem Birken Ass Classics, das auch höherwertiger natürlich verarbeitet ist, ein bisschen grober, es hat einen fetten, druckvollen Sound, aber ich habe das Gefühl, es fehlt also ein bisschen die individuelle Klangfarbe, der individuelle Charakter und so ein bisschen die gewisse Feinheit im Sound. Für mich persönlich und nach kurzem Test, ohne groß im Stimmen oder weiteren Ausprobieren natürlich. Ich freue mich zwar, wenn ich jetzt wieder auf mein normales Ass Classics wechseln kann. Für das nächste Video bekommt das nochmal neue Fälle. Aber das Set macht Spaß. Es ist ein solides Schlagzeug. Ich werde es wahrscheinlich bei mir im Unterrichtsraum mit leisen Fällen verwenden oder vielleicht gebe ich es irgendwann wieder her. Mal sehen. Man kann also nie pauschal sagen, ob etwas ein echtes Schnäppchen ist oder man lieber die Finger weglassen sollte. Man muss eben genauer hinschauen, sich wirklich mal die Mühe machen, das alles herauszufinden und vielleicht die Arbeit machen. Aber ich wollte mit dem Video zeigen, es ist durchaus möglich, auch hier mit wenig Geld einen tollen Drum-Sound und ein schönes Schlagzeug sich herzurichten. Weitere Videos zum Thema Equipment gibt es in dieser Playlist. Hier geht es um Tom-Tuning. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Trommeln und wir sehen uns im nächsten Video.